Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu unserem Schuhproblem. Naja, mehr Schuh als Problem, aber wir finden noch die passende Lösung. Wenn wir diese kleinen süßen Halbschuhe hier nehmen. Ja, das sieht ein bisschen aus wie eine Zicke im Melkeimer, ne? Das können wir vielleicht lieber nicht machen. Und die hier. Das hat schon eher was, ne? Die finde ich auch ganz cool. Ich würde ihre Haare gerade gerne ein bisschen lila machen, so wie den Rest, ne? Probieren wir das doch einfach mal aus. Haare, lasst euch färben. Bitte. Und das zügig, vom Part sind nur noch 14 Minuten übrig. Ne? Und die sollten wir intensivst nutzen und unsere gute Chelsea fertigstellen. Sonst haben wir ein Problem. So, nee, Haare. So ist doch gut, oder? So sind die wenigstens noch ein bisschen rot. Die haben so fast die Farbe vom Outfit. Das lassen wir mal so. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Jetzt habe ich mir meine neue Haarfarbe auch vorgestellt, so ein bisschen. Also meine möchte ich in nächster Zeit gerne irgendwie so haben. So ein dunkles, schwarz-lila Gemisch. So. Dass man nicht richtig sieht, dass es lila ist, aber dass es halt lila ist, wisst ihr? So ungefähr stelle ich mir meine Haare vor. Du kannst dich jetzt wieder umswitchen. Das ist gar kein Ding. Wirklich nicht? Bitte, bevor meine Stimme versagt und für immer weg ist und wir nie wieder reden können. Hallo? So, ja gut, die Haare sind wieder da. Ja, lassen wir die Schuhe so? Ich würde sagen, ja, das ist mal was anderes. Das sind nicht die Schuhe, die wir jedes Mal haben. Denn verpassen wir jetzt noch ein bisschen Schmuck, weil wir das ja bei Artemisia irgendwie völlig außer Acht gelassen haben, weil wir ja doch ein bisschen Zeitdruck hatten, ne? Und ich finde, sie sieht jetzt nicht mehr so aus wie unsere Sims sonst, oder? Sie sieht schon ein bisschen anders aus. Finde ich, zumindest. Ein bisschen. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch findet, dass sie mal ein bisschen anders wenigstens ausschaut. Ich finde schon. Also wenn man sich Artemisia anguckt und sie, ist da schon ein Unterschied. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt ein paar Ohrringe. Ja, die sieht man total super. Wie wäre es mit denen? Ja, sieht man auch toll. Und die? Ja, die sind aber auch eine Zierde fürs Gesicht. Wahnsinn, so Ohrringe können wir uns mal in die Haare schmieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier eine Kette vielleicht. Wenn wir das so golden machen wie die Jacke. So. Ja, würde ich jetzt einfach mal so nehmen. Dann sieht der Hals wenigstens nicht so leer aus. Und könnten ja auch dann noch so ein goldenes Schmuckarmband-Ding geben. Wenn es sich denn mal hier fertig geladen hat, heißt das. Hallo? Liebes Armband, was ich suche? Das suche ich jetzt zwar nicht, aber ich überlege gerade, ob das vielleicht auch eine Option wäre. Kette, lass dich mal anklicken, bitte. Danke. So. Dann finde ich ja mal, dass das auch ganz gut passt. Sehr schön. So. Schick. Gehen wir mal zur Abendkleidung über, denn wir haben nur noch 10 Minuten. Oh nein, wir müssen uns total beeilen hier.
Hilfe, Herr Je, und ich kenne mich ja, das kann hier ein bisschen dauern. Ups, das heißt wohl Part überziehen, oh nein. Und alle im Hintergrund, yay, aber doch bitte nicht mit der Stimme. Ich kann es verstehen, Leute, ernsthaft, aber naja, ne? Ach, nee. Wir warten. Und wir warten immer noch. Uhu, Jackpot. Und wir warten. Immer noch. Und wir warten. Immer noch. Ich wollte gerade sagen, so langsam wird es ätzend. So, wir warten nicht mehr. Uhu, Trommelwirbel bitte. Ja, nettes Make-up. War nicht so geplant, aber mir fällt wieder auf, wie geil ich dieses Outfit einfach finde. Gut, aber schaffen wir dir doch bitte ein Kleid an und es ist immer noch nicht durchgeladen. Wahnsinn. Zugegeben, es hat was, aber ich glaube, wir wollen was anderes. Ich versuche gerade so bewusst die, Rockerfarbe wiederzufinden, aber dieses Kleid drückt das einfach nicht aus, wobei wir jetzt wieder das Glück haben, alle Kleider neu zu laden. Ach, ist das schön. Da kommt richtig Freude auf einfach, wenn man immer wieder dieses wunderbare Emblem sieht, was nicht leuchtet, was einem sagt, man muss immer noch warten. Es ist so herzallerliebst. Man schweißt richtig zusammen mit dem Teil. Ach, nee. Wir warten immer noch. Kuckuck. Oh, ich kriege nicht mal mehr einen Kuckuck raus. Hilfe. Ich möchte meine Stimme. Es wäre total toll. Und nicht nur so ein Gekrächze. Aber gut. So, jetzt, Hilfe, warum habe ich nur so viele Sachen? Ich habe echt schon überlegt, ob ich was deinstalliere. Das geht mir nämlich voll auf den Keks, dass ich hier jedes Mal 300 Jahre warten muss. Obwohl ich sowieso nur die wenigsten Sachen davon nutze. Ha, aber so viele Sachen auszusortieren, dazu hat man dann auch keine Lust. Na, das sieht ja auch mal scharf aus. Also lässt man es dann bleiben. Sieht irgendwie komisch aus. Na, die Mütze ist einfach generell ein bisschen ungünstig für das Ganze. Ich hätte jetzt einfach gerne so ein kleines sexy Outfit. Und dabei finde ich das schon mal echt genial. Kriegen wir das jetzt in unserer Farbe hin, sodass es auch gut aussieht, ist die Frage. Nee. Weil so finde ich es echt nicht hübsch. So hingegen ist es total toll. Oder? Also ich finde das ja mal mega super. So. Das heißt für mich, ich muss in die Alltagskleidung zurück. Ich muss in die Haare. Ah, Leute, also ich vermute, ja, wir kriegen das nicht mehr in diesem Part fertig und es geht tatsächlich noch in den nächsten. Also ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, was hier so möglich ist. Ich werde hier auch nochmal das Make-up so ganz lieb verteilen. So. Gut, weil ich sonst hier gleich befürchte, dass wir 3000 Mal noch irgendwas ändern müssen. So, speichern wir das einfach mal ab. Gut, wieder zurück in die Abendkleidung. In der Hoffnung, das Make-up ist jetzt weg und nicht mehr da. Das wäre total toll. Sonst müssen wir das gleich auch noch einzeln umstellen. Worauf ich ehrlich gesagt weniger Lust hätte. Die Ladezeiten sind einfach total toll.
Ich versuche sie so langsam zu drehen. Aber das ist irgendwie nur eine tröstende Nebenbeschäftigung. So, jetzt zeig mal, wie du ausschaust, Liebes. Yay, wir haben noch bescheuerteres Make-up als vorher. Das war eindeutig Sinn der Sache. Das war von Anfang an mein Plan gewesen. So. Gut. Aber immerhin andere Haare können wir ihr jetzt geben. Und wir warten auch mal wieder ewig auf die Haare. Natürlich, was habe ich anderes erwartet, ne? Ist völlig okay so. Müssen wir auch gar nicht weiter drüber diskutieren. So, Haare. Da würde ich gerne auf Kopfbedeckungen verzichten. Oder auch nicht, ich weiß es doch nicht. Ich muss mal gucken, wo die Frisur war. Oder war das die mit der Haarspange? Schauen wir einfach mal, was wir ihr jetzt hier geben. Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus, die ganzen Frisuren, die hier möglich sind. So, wir gucken mal nochmal mit Kopfbedeckungen. Hätte ich mal gleich gucken sollen. Aber gut, ne? Hinterher ist man immer schlauer. Oder auch nicht. Hauptsache, ich lerne jetzt draus. Kuckudidu. Mach mal was. Bitte. Und zwar in Nu. So. 10.000 Frisuren. Ladet euch. Gut. Wo ist jetzt die Frisur, die ich suche? Weil ich finde, die Frisur muss irgendwo sein. Beziehungsweise wenigstens eine passende Frisur. Sonst wirkt dieses ganze Kleid einfach nicht. Das würde auch noch gehen, aber es sieht ein bisschen komisch aus. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr passende Frisur. Es sieht einfach irgendwo cool aus, oder? Das würde auch noch gehen. Okay, dann machen wir das einfach mal als Touch too much. Verpassen ihr hier ein paar schicke Klimper-Haarspangen rein. Machen wir das einfach mal so. Muss ja nicht alles jetzt hier super farblich passend sein. Und dann gehen wir jetzt noch ein paar schicke Schüchchen. Damit sie nicht mehr so komisch ausschaut. Schüchchen. Hilfe, dass das immer so lange dauern muss. Ich check das nicht. Gut, Schuhe. Wechsel bitte zu Schuhen. Das dauert nie so lange zum Laden. Und ich hab schon vor... Ja, jetzt scrollen wir zurück. Gut. Ach, Mio, nee. So, kannst du dich ein bisschen drehen? Ja, sehr gut. Weiter geht's im Text. Bisschen wegscrollen, genau. So, Schuhe. Die sind auch süß, ne? Aber ich glaube, so wirklich passen die nicht. Das sieht aus, als hätte sie einem Indianer oder so die Schuhe geklaut. Wir nehmen jetzt einfach mal die hier. Und gehen nochmal noch ein bisschen hier ins Helle mit rein. So. Verteilen das auch nochmal fleißig. So. Schick. Dann haben wir hier auch mal eine etwas andere Abendkleidung, wie ich finde. Machen wir da noch Schmuck zu? Ja, Ohrringe müssen sein, glaube ich. Weil sonst wirkt das etwas komisch. Da würde ich jetzt einfach mal diese kleinen weißen Stecker reintippen. Und halt hoffen, dass das soweit gut ausschaut. Kleine weiße Stecker, wo seid ihr? Kommt doch bitte und macht euch sichtbar. Das wäre total toll. Ja. Euch möchte ich haben. Das mehr oder weniger in weiß. Sieht weiß gut aus, weil das andere ist eher so ein Grau. Machen wir das mal so in Creme.
und das ist ein bisschen verwaschen, denn das ist total super. So, sehr gut. Aber an dieser Stelle mache ich auch erst einmal wieder Schluss. Tada! Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, wie es denn hier mit unserer guten Chelsea weitergeht. Seht ihr dann nächste Woche Dienstag wieder. Und ja, dann bis dann und ciao!